Hallo und herzlich willkommen bei Judge Gaming. Wir befinden uns mal wieder in einem Killing Floor 2 Spiel, was ich euch gerne zeigen möchte. Wir sind hier ein Six-Man-Team auf der Karte Farmhouse. Hier habt ihr die Übersicht. Eventuell auch schon ein paar bekannte Namen dabei, die auch schon in anderen Spielen mich begleitet haben. Wir haben Berserker, der hier oben an der Treppe einen sehr guten Job macht und alles auffällt, was durch diese Tür möchte. Ich selbst spiele Support, was heißt, ich bin ein Shotgun-Mann, der möglichst viel Damage auf die Großen ausüben will. Das ist eigentlich so mein Hauptjob. Dann haben wir hier ein Kommando und einen Revolverheld, die, naja, sich für meinen Geschmack ein bisschen zu viel bewegen, aber ihren Job schon ganz gut machen. Wichtig ist halt, dass sie sich eigentlich um die Kleinen kümmern. Wie ihr seht, schießen die hier die Treppe runter wie die Wilden, weil sie unbedingt Kills machen wollen. Was sie eigentlich nicht machen müssen. Wichtiger wäre, dass sie sowas hier übernehmen. Alles, was so von den Seiten kommt. Das mache ich aber im Moment. Das ist auch in Ordnung. Solange wir am Leben bleiben, ist alles okay. Dann haben wir einen Demo, wie ihr schon hört, der hier schön immer die Nukes castet. Und gerade zwei Fischbots, die im Weg weg müssen. Ah, wie ihr schon seht, der Berserker blockt wieder einfach nur mit seinem Hammer. Und sorgt so dafür, dass die Großen, zumindest die Großen draußen bleiben, auch wenn man kleiner durchflutscht. Ist aber nicht ganz so wild. Und wir brauchen Z-Time. Genau, denn immer wenn Z-Time ist, gibt es die Nuke vom Demo sehr gut. Die macht natürlich unheimlich Schaden. Gerade in so einem kleinen, engen Bereich ist das Gold wert. Wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz, warum die hier alle aus dem Nichts von links und rechts kommen, aber ich glaube, es liegt daran, weil sich unsere, also der Kommando und der Revolver jetzt einfach zu viel bewegen. Vielleicht ein paar Worte zum Support, den ich gerade spiele. Ich habe den Perk an, dass ich Munition für die anderen bereitstelle. Das heißt, sie können sich einmal in einer Runde Munition bei mir greifen, die ihr gerade unten gelesen habt, am unteren Bildschirmrand. Und ansonsten habe ich die AA-12 gekauft, die super gute Shotgun, die man haben sollte. Und habe auch die beiden anderen Shotguns, das Supporter. Und dazu noch eine Medic-Knarre. Der Supporter kann im Gegensatz zu den anderen Perks sozusagen 20, wie sagt man das, also er hat 20 Inventarplätze anstatt 15. Und kann damit einfach mehr tragen, deswegen kann ich ein bisschen Zeug mitnehmen. Und genau aus dem Grund habe ich eben drei Shotguns, wie ihr seht. Und dazu noch dann die Medic-Knarre, also die Medic-Pistole. Nicht die große Gewehr, aber zumindest die Pistole. Ja, bisher läuft es ganz gut. Wir befinden uns in Welle 7. Schwierigkeitsgrad des Suicide, falls ich es noch nicht gesagt habe. Seht ihr daran, dass wir alle wie die Bühnen schießen, wenn wir Schwierigkeitsgrad Hell on Earth spielen würden. Würde ich ja schon die ganze Zeit euch erklären, dass wir nicht schießen, sondern den Berserker die Hauptarbeit machen lassen, um Munition zu sparen. Aber das müssen wir nicht, es ist Suicide, wir können ein bisschen rumballern. Ja, bisher läuft's ganz gut. So, Welle 8 steht an. Mal sehen, ob es weiterhin so gut läuft. Wichtig sind, wie gesagt, die Z-Time. Weil mit der Nuke, die der Demolition einsetzen kann, ist hier in dem kleinen Bereich wirklich schon eine ganze Menge eigentlich dann hin. Selbst die Flashbounds nehmen, wenn sie direkt dort stehen, sehr doll Schaden. Weil eigentlich eher die Strikes anfällig sind gegen die Nuke, aber wie gesagt, in so einem kleinen Bereich, da macht das schon viel aus. Wieder so ein kleines Viech, was mich von der Seite nervt. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich nicht drauf geschossen habe, ich möchte natürlich keine Munition von der AA-12 für so ein kleines blödes Viech verwenden. Deswegen wechsle ich dann lieber die Waffe, in der Hoffnung, dass mich irgendwie jemand heilen wird. Mach's danach platt.
gespielt, habe ich hier die Tür an der Seite zugewoldet. Oh, jemand hat die jetzt komplett zugewoldet. Ich hatte sie mit Absicht nur ein bisschen zugemacht, weil ich nämlich sehen wollte, ob von dort überhaupt Viecher spawnen, Sets spawnen. Wenn die Tür nämlich dann kaputt gegangen wäre, also die Sets, wenn man die zuwildet, und die da durchkommen, dann machen sie die Tür kaputt. Das heißt, sie ist dann weg, sie kann dann auch nicht nochmal gewildet werden. Und ich wollte gucken, ob das der Fall ist bei der Tür, ob da überhaupt irgendwas durchkommt. Und jetzt hat sie irgendwann komplett zugemacht. Das heißt, ich kann nicht gucken, ob da was durchkommt, ist aber eventuell gar nicht so wild. Wie ihr seht, kommen die, die uns hier von links nerven, immer aus diesem Lüftungsschacht gekommen oder von da hinten irgendwo raus. Ja, ich versuche ja die Seite hier ein bisschen abzudenken, aber das ist schon in Ordnung. Natürlich schön, wenn irgendjemand anderes mal auch ab und zu da drauf gucken würde. In so einer Situation wie jetzt würde ich mich auf jeden Fall darauf konzentrieren, den Unterschied zu machen. Schöne Nuke, den kann ich mir jetzt entspannen. Wie ihr seht, lädt die AA-12 auch unheimlich langsam nach. Was natürlich ein Kritikpunkt ist, aber bei so einem großen Magazin und so einer großen Waffe eigentlich verständlich. Ja, die Position hier oben, jetzt wo nur noch einer ist, kann ich euch das ja schnell mal zeigen. Also, wenn ihr die Karte spielt im Farmhaus, geht ihr einfach in den oberen Stock und bleibt dann hier an der Tür stehen. Ich gehe mir jetzt schnell was kaufen und dann sehen wir uns gleich im Welle 9 wieder. Willkommen zurück zur Welle 9. Alle haben sich ausreichend versorgen können. Ich konnte mir leider noch nicht eine zweite AA-12 kaufen. Ich hoffe, dass ich das dann für die Welle 10 hinkriege. Wie ihr seht, habe ich nicht so viele Freaks. Diesmal bin, naja, okay, bin im Mittelmaß, bin ich mit drin. Aber da ich mich hier hauptsächlich auf die linke Seite kontrolliere und nicht so dicht am Eingang stehe, kriege ich natürlich von den Kills, die da passieren, nicht so viel ab. Aber irgendwer muss ja hier die Flanke im Auge behalten. Und im Zweifelsfall ist es wichtiger, dass das Team an sich gewinnt, als dass ich viele Frags habe. Zur letzten Welle werde ich dann einfach, wenn ich nicht selbst genug Geld haben sollte, um Geld bitten. Und zum Beispiel der Berserker, wie ihr sehen könnt, hat jede Menge Geld. Obwohl, der hat gerade gar nicht so viel, der Commando hat jede Menge Geld. Und da werde ich dann schon ein bisschen was abkriegen. Jetzt steht der Flashbomb direkt drin. Und wie ihr seht, hat er schon wesentlich weniger ausgehalten als sonst. Ah, Waffe. Ganz schlecht, sowas darf nicht passieren. Durchgekommen, aber die Nuke kam zur rechten Zeit. Hat dafür gesorgt, dass beide relativ zügig gestorben sind. Irgendwas packt mich hier schon wieder. Das klappt überhaupt nicht. Also, dass hier die linke Seite ständig irgendwas durchkommt, da müsste doch mal irgendwer anders noch machen. Watch the flanks, please. Don't just concentrate on the door.
fronts. Weapon anyone? Seek battle. They really want through that anyone door. Need something dangerous? Danke. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mir eine zweite AA-12 gekauft und habe versucht, die hier irgendwie herzubringen. Und weil ich sehr langsam bin, hat das auch eine Weile gedauert. Und der Orko hier, unser Medic, der hat einfach die Tür unten zugewürdet. Und somit hatte ich eben mehr Zeit, das Ganze zu machen. Das sind Sachen eigentlich total sinnvoll, total gut, aber es passiert leider so selten, dass jemand tatsächlich so aufmerksam ist. Deswegen ist es sehr schön, dass er das gemacht hat. Ich hoffe, er guckt sich das Video auch an, muss man wirklich ausdrücklich loben. Now, please. Also der Flashbang kam natürlich durch die Mitte, so ist nicht. Aber es ist halt unglaublich nervig, wenn man sich dann auf ein großes Ziel konzentrieren will. Und da müssen von rechts die ganzen kleinen Sets kommen. Wie gesagt, die Aufgabe von Kommando und von Ganzlinge ist eigentlich genau das, nämlich diese Sets dann kommen zu einem Kampf. Sehr gut genug. So viel in seinem Sichtfeld ist, dass er gar nicht so richtig sehen kann, was da genau passiert. Deswegen mache ich das ab und zu mal. So, diesmal ist es Hans. Vorhin hatten wir den Patriarch hier auf der Map und sind daran glorios gescheitert. Leider habe ich gerade gesehen, dass unser Kommando die ganze Zeit AFK war, weshalb er jetzt 3300 Dosh hat und sich wahrscheinlich keine neue Munition gekauft hat. Was natürlich blöd ist. Ich konnte mir aber zwei AA-12 kaufen. Ich hoffe, das reicht. Ja, wie ihr seht, beim Bossbekämpfen, jemand hatte ja, glaube ich, danach gefragt, dass ich dazu mal mehr sage. Also wichtigster Job ist der Berserker. Er lenkt Hans die ganze Zeit ab, lenkt ihn die ganze Zeit auf sich, weil er auch die meiste HP hat und am meisten aushält. Unser Job ist es, entweder den Berserker zu unterstützen, was ich zum Beispiel mache, indem ich ab und zu ihn nochmal hülle. Und dann in meinem Fall als Supporter möglichst viel Schaden auf uns aus. Ich spare
spare jetzt erstmal meine E12-Munition. Ich schieße erstmal die hier leer. Und dann werde ich, spätestens wenn der in der dritten Welle ist, also Hans durchläuft 4 von diesen Phasen. Habt ihr eigentlich auch schon gesehen, wenn ihr andere Videos meines Kanals verfolgt habt. Und wir befinden uns jetzt gerade in der zweiten Phase, deswegen ist es gelb. Genau, jetzt muss ich aufhören, Schaden anzurichten, weil ich sonst sterbe. Das passiert, wenn der Berserker es nicht mehr schafft, vor mich zu springen. Was natürlich jetzt völlig doof ist, weil ich gar keine AE-12-Munition bisher verbraucht habe. Und wieder mal in dem Finale gestorben bin. Irgendwie passiert mir das immer, wenn ich euch ein Video zeigen möchte. Ah ja. Ich schreibe dem hier schnell mal, dass er die AE-12 aufnehmen kann. Und nicht nach Munition suchen muss. Ja, wichtig ist als Supporter möglichst viel Damage auszuteilen. Das habe ich ja, naja, eine ganze Zeit gemacht mit der kleinen Shotgun. Aber es ist halt super ärgerlich, wenn ich mir zwei AE-12 kaufe und dann die eine nicht mal vollständig benutzen kann. Wenn ich dann schon wieder sterbe. Ich verstehe auch selber immer noch nicht, warum Hans sich mit einmal umdreht und jemand anderen fokust, obwohl er die ganze Zeit auf dem Berserker ist. Und ich sehe das auch nie passieren, außer an mir. Also ich sehe nie, dass das jemand anderem passiert, immer nur mir. Verstehe ich nicht ganz, warum es so ist. Wie ihr seht, ist er jetzt in der letzten Phase. Und er ist immer noch scharf auf unserem Berserker, die ganze Zeit. Vielleicht liegt es an meiner Augen. Ihr seht, wie der Berserker auch immer schön nach vorne und nach hinten geht. Also versuchen, den Schlägen auszuweichen. Natürlich ist es nicht wirklich möglich, also oder sehr, sehr schwer, ihn komplett auszuweichen. Man kann immer mal welche umgehen, indem man halt ein bisschen vor und zurück manövriert. Und Hans hat ähnlich wie der Sprake eine Attacke, die so sehr rabiat auf eine Stelle ist. Er macht so eine Art Bewegung, als wenn er mit den Bajonetten seiner Gewehre denjenigen, der vor sich steht, stechen will. Wenn er das macht, dann haut ab. Also rennt wirklich weg. Gar nicht erst gucken oder versuchen zu blocken. Das ist ein ganz großer Fehler, was man eben auch beim Sprake immer wieder macht. Ah, hier haben wir mal so eine Situation. Zack, dreht sich um, geht auf den Medic. Komisch. Genau, die Situation ähnlich wie beim Sprake. Ihr könnt diese Attacke nicht entgehen und die Attacke wird euch definitiv töten. Also die ist so stark, dass sie auch den Berserker definitiv tötet. Deswegen in der Situation dann am besten versuchen abzuhauen. Oder zumindest aus dem Wirkungsbereich dieser Attacke rausgehen. Aber ihr seht hier, unser Berserker macht einen sehr, sehr guten Job. Hat den die ganze Zeit im Fokus. Schafft auch immer mal wieder, ihn zu Boden zu hauen und gewinnt somit das Spiel. Sehr, sehr schön. Ich habe es leider mal wieder nicht überlebt. Ja. Hätte euch gerne auch gezeigt, wie ich das Spiel überlebe. Aber ihr habt die Position gesehen, welche ich auf der Karte sehr, sehr gut finde. Es gibt noch einige andere Positionen, gerade auf dieser Karte. Ich werde auch noch versuchen, ein Video als auf den Schwierigkeitsgrad Hell on Earth zu machen, als Demolition. Wo es hier eine sehr, sehr schöne Situation gibt, die ich euch zeigen möchte, Positionen. Nichtsdestotrotz, obwohl ich mal wieder verloren habe, sollte euch dieses Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert vielleicht auch meinen Channel, verbreitet vielleicht auch den Channel, wenn ihr Leute kennt, die sich für Shooter-Games interessieren. Und wenn das so ist, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.